Practice working is worth a thousand words. Praxisarbeit sagt mehr als tausend Worte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema ANP, Advanced Nursing Practice. Unsere Präsentation ist in drei Themenbereiche gegliedert. Im ersten Teil stellen wir uns der Frage, was ist Advanced Nursing Practice? Wir werden Ihnen den Begriff ANP näherbringen und eine Definition für Advanced Nursing Practice präsentieren. Im zweiten Teil erfahren Sie mehr über das Aufgabengebiet einer Advanced Practice Nurse und mögliche Spezialisierungszweige. Abschließend präsentieren wir Ihnen noch die Ausbildungsmöglichkeiten zu Advanced Nursing Practice in Österreich. Trotz aller Bemühungen einer Begriffserklärung ist es international bislang nicht gelungen, eine Übereinstimmung für eine genaue Definition für ANP zu eruieren. Hamrick definierte Advanced Nursing Practice 2005 wie abgebildet. Übersetzt heißt das, Advanced Nursing Practice ist die Anwendung eines erweiterten Spektrums praktischer, theoretischer und forschungsbasierter Kompetenzen auf Phänomene, die von Patienten, Einzelpersonen oder Klienten in einem spezialisierten klinischen Bereich der größeren Disziplin der Krankenpflege erlebt werden. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe definiert es etwas einfacher. APN ist eine Pflegeexpertin, ein Pflegeexperte, welche sich Expertenwissen, Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung und klinische Kompetenzen für eine erweiterte pflegerische Praxis angeeignet hat. Advanced Nursing Practice, Advanced Practice Nursing. Advanced Practice Nursing umfasst beide diese Begriffe sowie deren gesellschaftliches, berufliches und politisches Rahmenkonstrukt. Kern- und Arbeitsaufgaben sowie Arbeitsbereiche einer Advanced Practice Nurse. Die Spezialisierungen einer Advanced Practice Nurse sind sehr mannigfaltig. Es ist daher wichtig, die Kernaufgaben des Berufsbildes kennenzulernen. Diese umfassen Versorgung und Beratung, Education, erweiterte Versorgung von Menschen mit chronischen und akuten Krankheitsgeschehen, Patienten- und familienorientierte Pflege, Beratung für Dienstleister im Sozial- und Gesundheitssetting, Tätigkeiten in der Forschung sowie die Konzeption, Implementierung und Evaluation von Pflegekonzepten. Daraus lassen sich nun die Aufgabenbereiche einer Advanced Practice Nurse festlegen. Direct Clinical Practice, Guidance and Coaching, Consultation, Evidence-Based Practice und Evidence-Based Nursing, Leadership, Collaboration und Ethical Decision Making. Diese Abbildung hier zeigt den Aufbau. Ganz oben steht das allgemeine Berufsbild, Advanced Nursing Practice. Hier ist die gesamte Ausbildung mit allen erlernten praktischen, theoretischen und Forschungskompetenzen abgebildet. Darunter findet die Teilung in Acute Care und Chronic Care statt. Ein sehr essentieller Teil ist das Evidence-Based Nursing und Evidence-Based Practice. Sie bildet die Grundlage für die Arbeit von Advanced Nursing Practice in der Praxis. Alle pflegerelevanten Tätigkeiten werden in der Praxis evaluiert und kritisch hinterfragt. Grundlage bilden aktuelle Fachliteratur und Studien. Advanced Nursing Practice ist ein wichtiges Bindeglied für die Implementierung und Evaluation von evaluiertem pflegewissenschaftlichem Wissen in die Pflegepraxis. Nun stellt sich die essentielle Frage, wie lässt sich Advanced Nursing Practice in den Pflegeprozess integrieren? Hier wurde ein Beispiel mit dem sogenannten Clinical Assessment gewählt. Dies stellt einen sehr wichtigen Teil in der Pflegediagnostik und in diesem Berufsbild dar. Clinical Assessment ist eine Kompetenz im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege und ist in die Ausbildung einer APN implementiert. Mögliche Bereiche einer Advanced Practice Nurse im Akutsetting sind Notaufnahmen, Akutstationen sowie die Tätigkeit in der evidenzbasierten Pflegeforschung.
In der Langzeitpflege, Chronic Care, sind es hauptsächlich Langzeitpflegeeinrichtungen wie Wohn- und Pflegeheime sowie die mobile Hauskrankenpflege, die vom Advanced Nursing Practice profitieren. Die Kommunikation im multiprofessionellen Team steht im Vordergrund, um ein bestmögliches professionelles Outcome der zeitlichen Abfolge, aber auch der pflegerisch und somit der medizinischen Behandlung für den Patienten, Bewohner oder Klienten zu gewährleisten. Natürlich kann man sich auch neben den Spezialisierungen Akut und Chronic Care weiter spezialisieren. Bereiche sind Demenz, Diabetes mellitus, onkologische und hämatologische Erkrankungen sowie die Wund- und Stomaversorgung. Nun stellen wir uns die Frage, wie werde ich ANP in Österreich? Nun kommen wir zu den Zielgruppen. Diese sind Absolventinnen, die über den Abschluss eines Bachelorstudiums der Pflegewissenschaft in Verbindung mit der Berufsberechtigung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege oder eines FH-Bachelorstudiengangs der Gesundheits- und Krankenpflege bzw. einem Äquivalent verfügen, sowie des Weiteren einen Abschluss eines einschlägigen Hochschulstudiums in den Fächern Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Medizin, Medizininformatik, Gesundheitswissenschaften, zumindest auf dem Niveau eines Bachelors, sowie die Berufsberechtigung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege vorweisen können. Oder über einen Abschluss eines nicht einschlägigen Hochschulstudiums sowie der Berufsberechtigung im gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. einem Äquivalent in Verbindung mit einer Ergänzungsprüfung verfügen. So kommen wir zu den vier Standorten in Österreich. Diese sind die IMC-Fachhochschule Krems, die Fachhochschule Oberösterreich, die Paracelsus Medizinische Privatuniversität, kurz PMU, sowie die allseits bekannte UMIT, Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik in Halle in Tirol. Bei diesen vier Standorten in Österreich ergeben sich Standortunterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. In den nächststehenden Folien wurden diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingeteilt in Kosten, Graduierung, Organisationsform sowie Gemeinsamkeiten. In dieser Folie sehen Sie die vier Standorte mit den jeweiligen Semesterkosten grafisch dargestellt. Gemeinsamkeiten hierbei ist der österreichische Hochschulbeitrag von jeweils 21,20 Euro bei jedem Standort. Wie bereits vorhin erwähnt, schließt eine Advanced Practice Nurse auf Masterniveau ab. Hier sehen Sie eine Übersicht über die verschiedenen akademischen Abschlussmöglichkeiten auf den jeweiligen Universitäten und Fachhochschulen in Österreich. Alle vier Standorte in Österreich bieten das Masterstudium berufsbegleitend an. An allen vier Standorten in Österreich ist das Masterstudium mit vier Semestern bemessen und hat einen Arbeitsaufwand von 120 ECTS-Credits. Alle Absolventen schließen mit dem akademischen Abschluss auf Masterniveau ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir konnten Ihnen das Advanced Practice Nursing Studium näher bringen.